Hallo, liebe Verdi Kolleginnen und Kollegen, wir melden uns heute mal aus einer Videoschalte, um euch zu zeigen, wie es so läuft in Corona-Zeiten. Ich bin die Nicole Adelmann und mein Kollege der Uwe Schneeweiß. Sagt auch Hallo, wir melden uns aus dem Rechtsschutz und wollen euch erzählen, wie jetzt auch in diesen besonderen Zeiten die Vertretung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen funktionieren kann. Wie ihr ja wisst, ist die ganze Republik leidet unter den Kontaktbeschränkungen, wie wir natürlich auch. Und entsprechend mussten wir uns darauf einrichten, unsere Arbeit umstellen und so weiter. Wir im Rechtsschutz bei Verdi Mittelfranken haben zu Hause Arbeitsplätze eingerichtet, damit wir von zu Hause aus arbeiten können, sollte unser Verdi-Bezirk geschlossen werden müssen. Beziehungsweise wir haben Schichten gebildet, also zwei Teams, die sich nie begegnen sollen, damit man sich ansteckt. Und ja, daher wollen wir euch ein bisschen was erzählen dazu. Wie läuft es bei dir, Uli, zu Hause, Homeoffice? Ja, ist natürlich etwas völlig anderes, einen Rechtsschutz virtuell zu gestalten, sich teilweise nur eben per Video zu sehen, auch einen Kollegen, eine Kollegin eben auch nur per Video oder per Telefon konsultieren zu können, nicht gemeinsam über Unterlagen zu brüten, ist ein riesiger Unterschied, auch eine Verschlechterung, eine Erschwernis im Vergleich zu der sonstigen Arbeit, wie wir es gewohnt sind zu arbeiten. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass wir es in relativ kurzer Zeit als Organisation geschafft haben, die Funktionsfähigkeit von unserem Rechtsschutz doch im vollen Umfang aufrechtzuerhalten. Was natürlich auch ein bisschen wehtut, ist, dass man jetzt mit Kollegen jetzt nicht mehr direkt von Face to Face, von Angesicht zu Angesicht sprechen kann, sondern auf telefonische oder auch E-Mail-Kontakte weitgehend zurückgeworfen wird. Da stellt man einfach fest, dass dann doch wesentlich mehr und schneller Sachverhalte nicht ganz so rüberkommen, wie man sich es wünschen würde im unmittelbaren Gespräch. Aber so ist die Situation gerade im Moment und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Alles. Also digital kann man schon ganz gut wegarbeiten. Natürlich fehlt einfach, wie du schon sagtest, miteinander der Austausch, der kollegiale Austausch. Und natürlich oder leider können unsere Mitglieder auch nicht zum Beraten persönlich vorbeikommen. Beratung ist aber trotzdem möglich, also auf digitalem Weg, eben telefonisch, per Post. Das machen wir auch. Also vielleicht gehen wir einfach jetzt drauf ein. Fallen denn momentan in Corona-Zeiten durchaus schon mehr Anfragen an? Deswegen, also im Zusammenhang mit Corona, gibt es einen höheren Beratungsbedarf und wenn ja, wie schaut der aus? Ja, also natürlich, es sind für ganz viele Menschen auch ganz neue Situationen. Und jetzt der Beratungsbedarf, der lässt sich zum einen auf das, ja, so also ein psychosoziales Element letztendlich auch jetzt fokussieren oder als solches bezeichnen. Die Leute sind einfach verunsichert. Deswegen die zentrale Botschaft, die wir ganz oft einfach geben müssen, ist, nein, das Arbeitsrecht ist nicht außer Kraft gesetzt, bloß weil es Corona gibt. Daneben gibt es aber natürlich ganz viele objektiv neue Sachverhalte, die zu klären sind, die auch dringend zu klären sind. Wenn beispielsweise der Bereich Gesundheitsschutz im Betrieb bisher von allen Seiten, auch von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, eher stiefmütterlich behandelt worden ist, so hat er natürlich eine ganz neue Dimension bekommen. Bis hin zu natürlich zu der Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit Kurzarbeit? Muss ich dieser Kurzarbeit zustimmen oder kann ich ihr zustimmen? Das trifft doch relativ viele Kollegen mittlerweile. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das Beratungsaufkommen ist höher, ist auch eine Herausforderung an uns als Rechtsschützer, weil doch die Rechtslage sich nahezu täglich mittlerweile ändert, muss man sagen. Der Gesetzgeber, der haut ja fast schon im Stundentakt neue Gesetze raus, muss man sagen. Wir versuchen dem natürlich einigermaßen Herr zu werden, ist keine Frage, und können aber auch unseren Mitgliedern nach wie vor zusichern, dass wir in sehr kurzer Zeit ihnen auch mit ihnen Kontakt aufnehmen, mit ihnen versuchen, eine gemeinsame Lösung zu suchen. Gibt es da Kündigungen wegen Insolvenzen oder überhaupt so grundsätzlich ein erhöhtes Kündigungsaufkommen? Also man muss jetzt schon auf der einen Seite auch ganz klar sagen, dass wir sehr viele Arbeitgeber haben, die sehr verständnisvoll und sehr entgegenkommend mit ihren Beschäftigten umgehen. Daran können sich für einige andere Arbeitgeber, die nicht so agieren, durchaus ein positives Beispiel nehmen. Also es gibt ein sehr hohes Maß an Bemühen, auch arbeitgeberseits, die Situation, wie sie jetzt nun mal aktuell ist,
halbwegs in den Griff zu kriegen und auch zusammen mit den Beschäftigten im Interesse der Beschäftigten zu lösen. Andererseits gibt es aber natürlich auch Härten, die jetzt nicht in einzelnen Einzelfällen, zum Glück bisher, es sind aber auch ganze Belegschaften. Dann, wenn ich von Kurzarbeit eben spreche, es ist halt ein Unterschied, ob ich letztlich von 60 oder 67% meines Nettovergütung leben muss, oder ob ich 100% meiner Nettovergütung bekomme. Das können sich halt viele Menschen schlichtweg nicht leisten. Ja. Ja, es gibt, glaube ich, halt recht viele Neuanträge zum SGB II, oder? Deswegen zum Aufstocken. Ja, also entweder aufstocken, SGB II oder komplett ins SGB II hineinfallend. Diejenigen, deren Beschäftigung auch weggefallen ist, denkt auch an unsere Solo-Selbstständigen. Das ist natürlich die allerschlechteste Lösung, wenn man dann letztlich auf SGB II, auf Hartz-IV-Leistungen eben angewiesen ist. Da ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob man es nicht irgendwann dann doch zurückzahlen muss. Man bekommt zwar relativ schnell sein Geld, sei es als Darlehen oder sei es als vorläufige Leistung, aber man muss damit rechnen, dass dann nach Ablauf des Bewilligungszeitraums dann doch nachgeprüft wird, ob ich etwa noch vorher hätte Vermögen aufbrauchen müssen. Ja. Ja, es ist eine ganze Menge, die jetzt noch draufkommt on top, ne, zu den üblichen Beratungen, die wir ja sonst schon haben. Ja, natürlich. Also es gibt natürlich auch ganz normale Beratungen, wenn ich es mal so nennen darf. Also stimmt denn meine Eingruppierung so? Oder wie ist es jetzt mit Urlaubsansprüchen mit Alten? Wie ist es denn mit sonstigen Ansprüchen auf Vergütung? Oder auch Kündigung gibt es nach wie vor auch, ist keine Frage. Also insbesondere im Bereich ein neuer alter Klassiker lebt gerade wieder auf. Wie ist es mit geringfügig Beschäftigten? Sind die auch nur geringfügig arbeitsrechtlich geschützt? Sind sie natürlich nicht, sondern sind ganz normale Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Diese Klassiker gibt es nach wie vor. Okay, alles klar. Ja, abschließend kann man sagen, der Laden läuft. Also wir arbeiten, wir sind erreichbar über die üblichen Kanäle im Medirechtsschutz, und es kann Kontakt aufgenommen werden und Beratungen laufen auf jeden Fall, halt nicht im persönlichen vis-à-vis, sondern telefonisch üblicherweise oder per Mail auch. Ist richtig. Genau. Ja. Genau so. Ansonsten, das Thema Gesundheitsschutz ist natürlich extrem wichtig, wenn es Hubertus Heil vor kurzem eben erklärt hat, dass man, was für Regelungen, gerade wenn die Betriebe jetzt wieder das Arbeiten anfangen, auch jetzt beachtet werden sollten, dann ist es durchaus sehr ernst zu nehmen, auch wenn das Ganze keinen Gesetzescharakter hat. Aber das sind diese Punkte, die er genannt hat, die sind sehr wichtig, um jetzt auch dann wieder die Arbeit aufzunehmen und trotzdem sicher für die eigene Gesundheit zu arbeiten. Deswegen an dieser Stelle vielleicht abschließend Appell sowohl an die Arbeitnehmer, achtet darauf, dass euer Arbeitgeber die entsprechenden Hilfsmittel zur Verfügung stellt, und an die Arbeitgeber natürlich auch, bitte sorgt dafür, dass eure Arbeitnehmer weiter gesund bleiben können. Genau, in diesem Sinne, bleibt gesund, ne, alle. Genau, das wünschen wir euch. Tschüss, macht's gut. Tschüss.